So sieht das Ganze aus. So, ihr seht die Übungen, die seht ihr hier an der Seite. Ja, wir machen zuerst Liegestütze, Kniebeugen, Crunches, Wadenheben, eine Plank, Wechselsprünge und am Ende machen wir nochmal Liegestütze. So richtig bis zum Ende. Ich hoffe, man sieht mich jetzt auch komplett drauf. Ich nehme euch mal hier mit. So, ich hoffe, das funktioniert alles so vom Sound her und so weiter. Ihr müsstet jetzt eigentlich alles so komplett hören. Ihr könnt natürlich auch, wenn ihr sagt, ihr wollt Liegestütze und so ein bisschen schwieriger haben, kann man zum Beispiel so einen Ball dabei nehmen. Ja, wenn ihr jetzt sagt, das war heute ein bisschen zu einfach, macht erstmal den ersten Tag so ganz einfach mit. Und wenn ihr sagt, das Ganze war zu einfach, ich brauche das ein bisschen schwerer, könnt ihr die Liegestütze natürlich auch beispielsweise auf den Ball machen. Da kann man dann sehr gut wechseln. Dann wird es ein bisschen schwieriger. Ihr könnt die Liegestütze natürlich auch variieren, indem ihr mal die Arme zusammen macht oder sehr weit auseinander. Das werden wir aber mit der Zeit auch ein bisschen entwickeln. Liegestütze, ich gehe mal die Übung so ein bisschen durch. Liegestütze, schulterbreit auseinander, schön ein bisschen nach vorne lehnen und dann einfach schön gerade runter, so dass die Ellbogen quasi am Körper vorbeigehen. Nicht die Ellbogen irgendwie nach außen machen oder sowas, sondern schön am Körper lassen. Das ist besser für den Trizeps. Also schön gerade runter, bis der ganze Körper unten ist und dann wieder hoch. Also Liegestütze sollte jeder kennen. Wenn ihr das Ganze ein bisschen einfacher machen wollt, macht es auf die Knie. Das könnt ihr auch ganz einfach machen. Könnt ihr auf die Knie machen. Oder ihr macht es, wenn das auch nicht geht, könnt ihr auch die Liegestütze irgendwo hier an so einem Tisch machen. Ja, macht es dann einfach an einem Tisch. Bisschen Erhöhung, das passt auch soweit. So. Nein, das Schild steht nicht auf dem 1. November, sondern das Schild steht für die erste Trainingseinheit. Dafür steht das. Zweite Übung, die wir haben, sind Kniebeugen. Ganz einfach. Ich mach's mal von der Seite. Ihr geht einfach mit geradem Rücken quasi schön nach vorne gucken, geht ihr einfach runter, so tief wie ihr könnt. Ja, viele können sich zum Beispiel so gar nicht hinsetzen. Ist aber eigentlich eine gute Sache, wenn man so hocken kann. Wenn ihr das nicht könnt, solltet ihr das ein bisschen üben. Ihr braucht auch keine Angst haben, dass eure Knie überdehnen oder sonstigen Kram. Wenn ihr das mit eigenem Körpergewicht macht, ist das scheißegal. Ihr könnt es natürlich auch wieder schwerer machen, indem ihr ein Gewicht nehmt. Ja? Ihr könnt auch einen Ball nehmen oder sowas und haltet den dann vor euch. Ihr könnt auch Wasserflaschen nehmen oder eine Kiste Bier, auch egal. Auf jeden Fall einfach schön gerade runter und dann schön schnell wieder hoch. Ihr braucht die Beine nicht ganz durchstrecken, dann wird es noch ein bisschen anstrengender. Also halb wieder runter, schnell hoch. Und wenn ihr Pause macht, dann könnt ihr auch jede Pause immer ein bisschen die Spannung halten. Das bleibt euch dann überlassen, wie ihr das Ganze schafft. Dann haben wir als nächstes Crunches. So, dann gehen wir auf den Boden. 90 Grad, ihr könnt die Füße auch irgendwo ablegen. Und dann versucht ihr einfach an eure Knöchel zu kommen. Bisschen nach oben schauen, schräg in die Decke rein. Nicht irgendwie so machen, sondern immer schön mit dem ganzen Oberkörper nach vorne. So, als nächstes haben wir dann Wadenheben. Wadenheben relativ einfach. Ihr geht halt einfach auf euren Vorfuß und geht dann wieder runter. Das reicht auch erstmal. Mit den Waden muss man immer vorsichtig anfangen, sonst gibt es direkt Muskelkater. Man kann auch später anfangen und dann irgendwas drunter legen. Keine Ahnung, irgendwie sowas und kann dann noch ein bisschen höher kommen. Das wird dann noch anstrengender, aber erstmal reicht das so. So, als nächstes dann die Plank. Legt euch einfach hin, Arme auch wieder schulterbreit auseinander, kompletten Körper gerade, ein bisschen nach vorne und halten. Ist auch eine Minute lang anstrengend. Und als letzte Übung, Muskelkater von gestern habe ich dezent in den Schultern, ja. Und die letzte Übung sind Wechselsprünge, die wir dann machen. Wenn ihr das nicht könnt, wenn ihr keine Wechselsprünge könnt, so, es geht einfach so, hinten 90 Grad, vorne 90 Grad und dann springt man einfach in die andere Seite. Wenn ihr das nicht könnt, macht ihr einfach
ganz normale Ausfallschritte, ohne zu springen. Ja, gerade Leute, die eben sehr viel Gewicht haben, für die ist das erstmal nicht gut zu springen, aber wer es kann, der sollte es so machen. So, seid ihr alle bereit? Alle mit dabei? Ich hole mal die Musik hier rüber, damit ich das selber höre. Also, das Ganze wird angeleitet. Macht euch ruhig ein bisschen warm. Wir machen mal so eine Minute einfach auf der Stelle so ein bisschen laufen, damit der Körper ein bisschen durchblutet wird. Lauft euch ruhig ein bisschen warm auf der Stelle. Das ist jetzt kein großartiges Aufwärmprogramm, sondern guck mal, ich habe gerade sogar die Schritte erreicht auf meiner Uhr. Alleine durch das Warmlaufen hier. So. Also einfach ein bisschen warmlaufen auf der Stelle. Ich bin jetzt schon ein bisschen warm, weil ich gerade die Übung schon gemacht habe. Damit der Körper ein bisschen durchblutet ist, damit ihr dann auch gleich nicht direkt Laktat drin habt und fertig seid. Das Ganze machen wir jetzt eine Minute. Ich mache auch mal meine Uhr hier an. So, eine Minute. Ab jetzt. Bisschen auf der Stelle warm machen. Ihr könnt auch ruhig ein bisschen die Arme dabei kreisen und solche Sachen. Damit ihr euch ein bisschen locker macht. So, ich hoffe, ihr hört mich gut noch mit der Musik im Hintergrund. Ich gucke zwischendurch mal in den Chat rein, ob ihr irgendwelche Fragen oder Probleme habt. Vielen Dank fürs Folgen, Silke. Ja, bald 100 Leute hier. Wir fangen gleich an. 30 Sekunden noch, dann fangen wir an. Die ganze Anleitung seht ihr dann auch oben drüber. Und wenn ihr das nicht hört oder wenn ihr das nicht sehen könnt, ist es egal. Macht einfach den Sound laut. Ich mache auch eine Anleitung mit Sprache. Das heißt, ihr könnt das auch später, könnt ihr euch das als Audiodatei runterladen und könnt euch das dann überall, wo ihr wollt, anhören. Also jetzt haben wir noch 5 Sekunden. Jetzt starten wir gleich. Jetzt reicht's auch. So, ich nehme mal den Loop hier raus und dann können wir starten. Willkommen zu Daniel Pugges Trainingprogramm. Hier wirst du angeleitet bei den verschiedenen Übungen. Liegestütze, Kniebeuge, Crunches, Wadenheben, Plank und Wechselsprünge. Das Ganze hier auf Level 1. Erstmal für Anfänger ganz locker. Und du kannst das Ganze natürlich so oft wiederholen, wie du möchtest. Es erfolgt auch immer ein Ton, wenn eine Pause kommt. Und ich sage es dir auch immer an. Versuche dich an den Takt zu halten, dann funktioniert das Ganze. Und jetzt viel Spaß. 2, 1 und... Und wir fangen an mit Level 1. Liegestütze runter auf den Boden. Die Arme schulterbreit auseinander. Oberkörper gerade, stramm und... 3, 2... Eins. Bleibt im Takt. Und down, up, 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 down, up. Und die Position jetzt so halten, den Körper gerade halten, Spannung halten, den Muskel spüren und einfach ein bisschen die Musik genießen. Weiter geht's in... 3, 2, 1 und... Wenn ihr nicht mehr könnt, macht kurz Pause und dann weiter. Und Pause, du kannst natürlich auch gerne ein bisschen variieren, indem du die Hände ein bisschen näher zusammen oder auseinander führst. Komm morgen, Nico. Also ihr könnt natürlich weiter auch ein bisschen geht's variieren. 3, 2, 1 und... Als nächstes machen wir Kniebeugen. Einfach die Beine schulterbreit auseinander, schön langsam runter und schnell wieder hoch. Nicht ganz durchstrecken, immer ein bisschen Spannung halten. 3, 2, 1 und down, up, down, up, down, up, down, up, down. Langsam runter, up, schnell hoch.
und Pause in 3, 2, 1. Wenn du das Ganze jetzt in der Pause noch ein bisschen schwieriger gestalten willst, dann halt einfach die Spannung auf halbem Wege, dann wird der Muskel noch mehr beansprucht. Weiter geht's. So, ein bisschen runter. 3, 2, 1 und Pause in 3, 2, 1. Wenn du das Ganze jetzt in der Pause noch ein bisschen schwieriger gestalten willst, dann halt einfach die Spannung auf halbem Wege, dann wird der Muskel noch mehr beansprucht. Mitmachen! Weiter geht's in. Wer schreit, macht sich 3, mit. 2, 1 und. Und Pause in 3, 2, 1. Und jetzt auf den Rücken legen. Jetzt kommen die Crunches. Den Oberkörper leicht anheben. Beine anwinkeln in 90 Grad Winkel. Und dann zu den Knien hoch. 3, 2, 1. Und up, down, up, down, up, down, up, down. Up, down und Pause in 3, 2, 1. Ihr könnt die Pause halten. Kannst du etwas schwieriger gestalten, indem du den Oberkörper jetzt noch auf Spannung hältst, nicht ganz ablegen, dann wird's noch anstrengender. Weiter geht's in 3, 2, 1 und Pause in 3, 2, 1. Und weiterhalten. Das geht so richtig schön in den Bauch. Wird natürlich alles mit der Zeit ein bisschen mehr. Weiter geht's in 3, 2, 1 und Pause in 3, 2, 1. Als nächstes hinstellen, jetzt kommt Wadenheben. Einfach mit gestrecktem Fuß schön nach oben auf den Vorfuß. Es kann auch gerne etwas darunter gelegt werden. Ja, der Ohrwurm muss natürlich kommen. 3, 2, 1 und up, down, up, down, up, down. Versucht da ruhig down, ein bisschen Stabilität up, zu halten. Down. Und Pause in 3, 2, 1. Oh, ich bin heute schon auf Fahrrad gefahren und gelaufen. Ich krieg schon fast einen Krampf in den Waden. Ihr könnt natürlich auch die ganze Zeit oben halten, wenn ihr wollt. Weiter geht's in 3, 2, 1 und Pause in 3, 2, 1. Da wird schon ein bisschen warm hier drin. Ich hoffe, euch wird auch warm. Guten Abend, Vamping Lord. Guten Night Mage ist auch da. Warum könnt ihr schreiben? 3, 2, 1 und Pause in. Schön weit hoch, wie eine Ballerina. 1. Und als nächstes versuchen wir eine Plank. Schön auf den Bauch, dann die Arme anwinkeln und den Oberkörper komplett gestreckt gerade lassen. Versuche auch den Nacken und den Kopf gerade zu halten und nicht nach unten absacken zu lassen. 1. Und. Das Ganze versuchst du jetzt so lange zu halten, wie es nur geht. Falls du früher schon aufhören musst, kannst du eine kurze Pause machen. Wieder hoch, das Ganze dauert ungefähr 1,5 Minuten. Ihr könnt natürlich auch, wenn es einfacher braucht, ein bisschen die Knie zwischendurch ablegen, aber trotzdem ab nach oben mit dem Körper.
aber fast 100 Leute hier. Passt auch schon mal. Nicht zu weit nach hinten mit dem Gewicht, sonst habt ihr den Arsch hoch. Der Arsch muss unten sein, schön gerade, bisschen nach vorne, dann wird es noch anstrengender. Guten Abend, Keto-Futter. Jetzt wird schon ein bisschen hart. Aber das schaffen wir, wenn wir hier durch sind, schaffen wir das Ganze 10 Minuten. Das sage ich euch. Planks geht immer richtig. Schon anstrengend. Muss man auch sagen. So. Jetzt kommen die Wechselsprünge. Gehe in den Ausfallschritt. Schön rechtwinklig die beiden Beine lassen. Sowohl hinten als auch vorne. Ein kräftiger Sprung und wechseln. Weiter geht's in 3, 2, 1 und ab. Ab. Geht ein bisschen langsamer. Ab. Und Pause in ab, 3, 2, ab, 1. So, wer es ein bisschen leichter braucht, der macht einfach Ausfallschritte. Ganz normal. Könnt ihr auch zwischendurch einmal machen. Weiter geht's in 3, 2, 1 und ab, 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 ab. Und Pause in ab 3, 2, ab 1. So, noch einmal. Danach machen wir Liegestütze. 30 Sekunden, so lange wie es geht. Weiter geht's in 3, 2, 1. Und ab, 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 ab. So, jetzt runter auf den Boden, Liegestütze. Und zwar, bis das Lied zu Ende ist, 30 Sekunden ungefähr. Ich stopp die Zeit mit. So. Wir legen los. Weiter geht's in 3, 2, 1 und... Und Liegestütze. 30 Sekunden. So viele wie es geht. Fünf Sekunden noch. Fünf. 4, 3, 2, 1. So. Das war auf jeden Fall erstmal die erste Trainingseinheit, würde ich sagen. Wir machen jetzt noch ein bisschen weiter hier. Ein paar Fragen beantworten zur Ernährung und was ihr sonst also auf dem Herzen habt.